Okay, Leute, auf geht's jetzt mal mit Warzone 2. Ich hatte eigentlich schon Bock, mehr aufzunehmen, aber ich bin die letzten Tage jetzt ein bisschen angeschlagen gewesen. Man hört's jetzt vielleicht auch schon, meine Stimme ist wahrscheinlich ein bisschen rau klingender als sonst. Weil, naja, ich bin halt krank des Todes und gefühlt gerade noch am Sterben gewesen. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass ich euch nicht die Ohren voll huste, weil das war echt nervig zu cutten, muss ich sagen. Also ich habe echt keinen Bock, 30 Huste rauszukutten oder so. Aber ja, wird schon laufen, wird schon laufen. Das ist tatsächlich nicht meine erste Runde Warzone 2. Ich habe schon mit einem Freund einige Stunden reingespielt und ich muss sagen, ich bin ein bisschen gespaltener Meinung, aber wir landen mal hier, so würde ich sagen. I don't know. Ich bin ein bisschen gespaltener Meinung, wie es finden soll. Ich habe schon einen Win bekommen, aber ich weiß nicht, das Looting-System ist ganz komisch. Das Pacing ist irgendwie sehr, sehr langsam. Und all over finde ich es ein bisschen weird bislang. Und habe ehrlich gesagt bislang auch keine allzu positive Meinung noch dazu. Weil ja, es ist halt die Anfangsphase. Ich hoffe, dass es wirklich einfach nur daran liegt, dass es gerade die Anfangsphase ist und es dann ultra geil wird noch. Fallschaden bekommt man, wie ihr sehen könnt, ziemlich leicht ab jetzt in diesem Teil auch. Also gefühlt springt man halt wirklich 1 mm runter und man stirbt. Aber was geil ist, ist einerseits Dolphin Dive. Richtig, richtig sick. Und man kann jetzt unendlich viele Platten gefühlt mitnehmen. Man hat jetzt so ein geiles Inventar, wo man sich auch richtig entscheiden kann, was man mitnehmen will, was nicht. Aber das automatische Aufheben und so ist dafür nicht so geil. Und generell sind ziemlich viele Sachen noch immer sehr verbuggt. Und das auch noch wirklich einige Tage nach dem Release. Der Anfang war ein richtiges Bugfest, weshalb ich sowieso gar nicht aufnehmen konnte. Das hat mich ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Aber ja, ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich habe jetzt nämlich die letzten Tage auch nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Weil ich ja, wie schon 30 Mal gesagt, krank des Todes bin und mich gefühlt nicht mal rühren kann. Ich wollte eigentlich mit einem Freund jetzt wieder spielen vor ein paar Tagen, aber ich war so am Ende einfach. Und ich bin auch am Ende, wenn ich gleich sterbe. Also hier war auf jeden Fall schon... Warum habe ich gerade keinen Sound gehabt? Hä? Ich habe echt Angst. Ich will echt nicht, dass meine erste Runde, die ich hier aufnehme für euch, irgendwie Bullshit wird. Oh, mit dem Heli habe ich bis jetzt auch keine allzu geilen Erfahrungen, muss ich leider sagen. Aber egal, gehen wir rein. Vielleicht. Hallo? Hey, Bab? Gut. Ja, funktioniert ja schon mal toll. Das Abheben schon mal gar nicht hinbekommen. Die Heli-Explosion kommt... Ah! Was? Von wo? Hä? Von wo denn? Du Räudiger. Okay, da zeige ich euch gleich, was ich meine. Was? Wie bitte? Hä? Okay. Ich wollte euch eh nur den Gulag zeigen, schnell, weil sonst wäre ich nicht reingekommen, weil ich ja nicht gestorben wäre sonst. Also. Ja. Habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen, die Time to Kill ist Abfuck des Todes. Also die Time to Kill hat mich schon so oft gebrochen, jetzt in Warzone 2. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Und ihr merkt schon, Double Gulag mit Random Mates ist halt auch sehr random, ob man gewinnt, was halt einfach nur drauf ankommt, ob man halt gute Mates bekommen hat oder nicht. Okay, einfach hier rauswerfen. Sehr geil, Mate. Oh, habe ich den gerade da drüben gesehen? Ja, ja, der war doch da drüben gerade. Oh. Okay, Shield Hits. Komm, ich pressure ihn. Hallo, Mate! Mate! Das meine ich! Was? Das meine ich! Ich kann nicht mehr. Ja, nächste Runde, egal. Rein. Okay, nachdem Runde 1 ja so ultra krass gut gelaufen ist, gehen wir natürlich direkt rein in eine zweite Runde und hoffen, dass es besser läuft. Diesmal habe ich eine weitere kleine Neuerung in Warzone 2 eingestellt. Und zwar hatte ich den Voice Chat off,
Also den Last Word Chat hat man dadurch nicht hören können. Also wenn ich jemanden gekillt hätte, was ich eh nicht habe in der letzten Runde, dann hätte man halt wie in Warzone 1 noch hören können, wie er reagiert drauf. Ob er so sagt, oh mein Gott, warum macht er das oder so. Irgendwie ein Bullshit-Laber halt, wenn man stirbt. Und zusätzlich gibt's jetzt in Warzone 2 den Proximity Chat. Dass wenn du in der Nähe von einem Gegner bist, dann hörst du die auch. Und da kommen ganz weirde Situationen raus. Und ich, ja komm, ich geh nochmal her. Also ich glaube, das wird jetzt so mein Mainspot mal, also bis ich irgendwann mal was Besseres gefunden habe halt. Weil ich will jetzt hier nicht austesten, was der geilste Landing-Spot ist oder so. Ich will hier einfach nur chillig ein bisschen spielen, wenn ich darf. Und das ist Umweltverschmutzung, das darf man nicht. Wahrscheinlich landet eh direkt jemand auf meinem Arsch, oder? Jetzt weiß ich zum Beispiel nämlich auch schon, dass ich hier rein kann. Was ziemlich geil. Oha! Nicht mal fahren. Oha! Kein Fall. Das mag ich. Das ist gut. Da kann eine Kiste spawnen. Ah, Self-Rest, ja. Self-Rest kann man sowieso viel besser jetzt acquiren. Und man hat außerdem nicht von Anfang an drei Platten. Man muss da erst so eine Plattenerweiterung finden. Die kann man sich auch beim Shop kaufen, wenn man Glück hat. Weil, ja, der Shop ist jetzt leider luck-based. Was ich auch nicht allzu geil finde. Und ja, das ist einfach, das hat einfach das Ganze ein bisschen weird gemacht, muss ich sagen. Aber man kann sich sein Loadout auch beim Shop kaufen. Deshalb ist es wenigstens halbwegs gut ausgeglichen noch. Was will ich denn weg? War da gerade irgendein Schlag auf mich oder was war das gerade, hä? Ja, besser ist es, ne? Da schnauft er nur der Bubä. Ey, ich dachte, so hat das gerade noch einer neben mir wäre. Deshalb habe ich kurz noch die Schnauze gehalten. Und der hatte das Freeplay-Teil. Und jetzt, wenn man den Gegner killt, bekommt man sein Bag zu. Gasmaske nehme ich. Und dann verpisse ich mich schnell. Weil ich ehrlich Schiss habe. Ich habe ehrlich Schiss. Weil, wirklich, das Pacing ist so verlangsamt worden, das macht das Sterben dann halt noch deprimierender. Vor allem, weil, wie gesagt, eben auch die Time to Kill komplett niedrig ist. Also du spielst gefühlt 20 Minuten lang, spielst du die ganze Zeit, findest keine Gegner, dann findest du einmal einen Gegner, direkt down. Direkt down in einer Sekunde. So fühlt sich Warzone bislang für mich an. Und das sage ich jetzt nach, weiß ich nicht, 12 Stunden Spielzeit insgesamt oder so. Und ja, ich gehe nochmal in dein Heli kommen. Irgendwann wird schon mal laufen, oder? Also, mein Heli-Time wird noch kommen. Ich sehe aber bislang keinen. Wo seid ihr, Boys? Ist das nicht so ein Hot-Drop? Ja, obwohl, ja, bis jetzt immer so 3-4 Leute gesehen eigentlich hier. Ist eigentlich ganz solide, oder? Also, es gibt sicherer bessere Spots zum Fighten direkt am Anfang. Deshalb erkunden wir jetzt mal die Gegend ein bisschen. Vielleicht finde ich irgendeinen Opferlamm, mit dem ich reden kann. Mit dem ich ein bisschen laber. Oh, ich hätte schon echt Bock, so einen sympathischen Dude zu... Oh, komm. Komm, runter hier. Ich will runter. Achso, ich drück den falschen Knopf. Warte. Warte. Hallo? Ich bin nicht gegen so einen gestorben gerade. Ich dachte zuerst, das wäre ein Bot. Und wie scheiße ist das Heli-Handling? Okay, das Helikopter-Handling ist ja ultra Bullshit. Oh my fucking Gott. Ich kann das alles nicht mehr tragen, glaube ich. Es ist wirklich irgendwann auch mal zu viel. Oh, und mir fällt gerade auf, es wäre, glaube ich, echt smart, Push-to-Talk zu aktivieren. Was sonst hören die mich ja dauerhaft reden. Aber egal, das mache ich für die nächste Runde dann. Dann hören die mich jetzt halt labern. Wissen immer, wo ich bin, finde ich cool. Ich mag es, meine Position preiszugeben. Aber hey, das war ultra der Bot, hä? Hey, die Quack. Double good luck. Let's go, Baloo. We can do this. Okay, er labert nichts. Dann gehen wir rauf. Und auf seiner Seite raus. Einfach
Rowan. Oh, du kleiner Wolliger. Habe ich irgendwas Cooles hier? Geht. Was zur Hölle? Ich kann nicht mehr. Boah. Okay, Leute. Eine letzte Runde noch. Dann war's das. Aber sonst bin ich bin wirklich gebrochen, wenn ich heute nur einen Kill hinbekomme und keinen Gulag-Win. Komm, einer muss drin sein. Okay, Leute, ich hoffe, jetzt werden wir mal jemanden finden, der auch wirklich Bock hat, mit mir zu interagieren, weil bislang ist das ja nicht der Fall gewesen, leider. Aber das wird schon noch. Und, ah ja, am Anfang gibt's hier noch so einen Chat, wo jeder reinschreiben kann und das ist meistens einfach nur irgendein random Bullshit, wo, ja, genau, ihr seht's ja schon, also, ja, okay, genau, Also, den Chat finde ich irgendwie weird, aber nicht, weil der Chat an sich weird ist, sondern weil die Leute, die hier reinschreiben, weird sind. Vielleicht wird, ja, komm, ich lande jetzt irgendwo anders mal, oder? Ah, ich habe aber echt ein bisschen Angst. Ich muss echt sagen, ich habe Schiss. Ich habe echt Schiss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ich will mich doch nur mit einem Menschen unterhalten. Ich will doch nur mit einem Menschen ein schönes Gespräch führen. Ein bisschen Team zu zehn und mich dann gewinnen lassen. Das wäre wunderschön. Ja, aber das ist momentan echt schlimm. Durch diesen Proximity-Chat gibt es so viel Teaming. Das ist ein bisschen crazy, leider. Ist leider ein bisschen crazy. Das mag ich nicht. Aber was willst du tun? Wenn man den abused, dann ist man halt ein Nutten. Das muss man halt wissen. Und bekomme ich hier Loot oder? Bekomme ich, danke. Und die Kisten-Sounds sind so widerlich. Also die Kisten, die klingen so dumm irgendwie. Die Kisten mag ich nicht. Also, das hört sich so an, das hätte. Als hätte die Kiste einfach einen Herzinfarkt oder so. Oh, geile Kiste. Ja. Medium Backpack. Ja, man kann sein Backpack vergrößern noch. Und ja, die Waffe finde ich jetzt aber leider nicht so geil. Also da hätte ich Besseres finden können. Und oh Gott, ich merke schon, wie ich gleich wieder sterbe an meinem Husten. Aber ich halte es zurück, Leute. Ich will euch nicht in die Fresse husten. Warte mal. Hello? Are you here? I can hear you. Please don't kill me. I'm friendly. Yes! Hello! No, 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 no! I fought friend! Ich habe extra nicht geschossen, weil ich wirklich dachte, wir könnten uns anfreunden. Ich habe wirklich extra gerade nicht geschossen, weil ich dachte, wir könnten uns anfreunden. Ey, ich kann nicht mehr. Ich wollte doch nur kurz mit dir reden, Homie. Ich wollte doch wirklich nur kurz mit dir reden. Hello, my friend. Wie geht du dies? Ja, okay, anscheinend doch nicht. Oh. Oh, komm, letzte Runde muss doch irgendwie was gehen, oder? Komm, einfach random. Shield Hits. Okay, er hittet mich aber auch durch, weil er irgendwie der beste Spieler der Welt ist. Okay. Oh nein, das ist nicht der Gegner. Das ist nicht der Gegner gewesen. Das war dieser Bot, der spawnt. Es, also... Ich glaube, man merkt schon, was für Probleme ich bislang mit Warzone 2 habe. Und das sind einige. Das sind einige viele. Und ich bin echt nicht allzu happy drüber, muss ich leider sagen. Ich bin echt nicht allzu happy drüber. Und ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall noch irgendwie bessern wird. Aber anyways, guys, ich habe jetzt eh schon zu viele Runden gespielt. Ich muss mich jetzt einfach nur ausruhen. Ich gönne mir gleich einen Tee nochmal. Und hoffe, dass ich dann bald mal wieder normal aufnehmen kann. Und wünsche euch einen schönen Tag. Und schreibt mir gerne rein, wie ihr Warzone bislang findet. Ciao, Leute.